Herzlich willkommen, liebe Aktienfreunde, und willkommen zu den Börsen-News. Mein Name ist Franz Lützelberger und ich stelle euch heute die brandaktuellen Quartalszahlen von Paradox Interactive und Fresenius vor, inklusive der Tochtergesellschaft Fresenius Medical Care. Also viel Spaß! Starten wir das Ganze mal mit Paradox Interactive und hier seht ihr die aktuellen Zahlen, die vermeldet wurden, natürlich auch im Kontrast mit den Prognosen von marketscreener.com, und wir sehen schon, dass das Gesamtjahr hier ziemlich verhagelt aussieht. Also einerseits der Umsatz mit 1,4 Milliarden schwedischen Kronen liegt natürlich deutlich niedriger wie beim Vorjahr, also 19,3%, um genau zu sein. Auch die Prognose wurde hier nicht erfüllt, ebenfalls beim EBIT 51,4% weniger wie beim Vorjahr. Also das sieht hier nicht sonderlich rosig aus. Auch die Marge von 21,2% ist natürlich wahnsinnig niedriger wie bei den Vorjahren. Also das war auf jeden Fall eine Problematik. Die haben wir auch schon zum letzten Video angesprochen, als wir die Q3-Zahlen gebracht haben. Also wer diese ganzen Gründe mal näher erklärt haben möchte, den empfehle ich da einfach mal drauf zu drücken. Ich verlinke das oben mal. Ich werde mich hier nämlich jetzt nicht wiederholen, und beim Nettoergebnis 248 Millionen auf jeden Fall hier auch recht enttäuschend und damit auch 49,5% weniger. Die Mitarbeiter arbeiten weiterhin im Homeoffice, also schon das ganze Jahr über quasi sind sie zu Hause und versuchen dort eben die Projekte in Angriff zu nehmen, was natürlich die Organisation erheblich erschwert, also die Verteilung auch der Aufgaben und die Kommunikation. Und der CEO hat auch ein Statement jetzt veröffentlicht und spricht eben von einem sehr schwierigen Jahr 2021, also zu wenig Releases, zu geringe Qualität und damit eben auch eine Art Trendbruch, der erfolgt war. Frederick Rester übernahm ja dann auch das Amt des CEOs und fing auch gleich an mit der Umstrukturierung, also einerseits der Aufgabenbereiche. Er hat einige Projekte auch eingestellt, einige davon waren auch überhaupt nicht bekannt, also dementsprechend ist der Öffentlichkeit gar nicht bekannt, was da genau für Projekte eingestellt wurden, aber es gab eben Abschreibungen quasi von diesen Projekten, dementsprechend wurde das auch bekannt. Es gab auch Mitarbeitertrainings und ähnliches, und nun schreibt er eben davon, dass im vierten Quartal eben jetzt die Bemühungen Früchte tragen. Also die Quartalszahlen sehen super aus und es sind weiterhin über 5 Millionen aktive monatliche Nutzer, die die Produkte von Paradox nutzen, und er wies eben jetzt hier auf gute Zahlen hin. Also schauen wir doch einfach mal auf die Q4-Zahlen, also die letzten drei Monate. Und tatsächlich, hier sieht es schon wesentlich besser aus. Also vor allen Dingen überzeugt natürlich das Nettoergebnis und das EBIT. Diese trafen die Prognose also sehr gut und liegen aber dementsprechend auch weit über dem Vorjahresniveau. Also hier mit 94% beispielsweise beim Gewinn über dem Niveau von 2020. Und natürlich beim EBIT 87,4% ist natürlich auch stark. Bei dem Umsatz, die 9,7%, lassen sich natürlich auch damit erklären, also dass dieser rückläufig war zum Vorjahr, dass natürlich bei 2020 die großen Releases auch von beispielsweise Crusader Kings 3 dabei waren oder natürlich auch Empires of Sin. Also das fließt natürlich jetzt hier nicht wieder mit ein. Die Spiele sind ja jetzt schon älter, teilweise natürlich auch reduziert, und das eigentliche Geschäft von Paradox dreht sich ja dann um die Erweiterungen, also die DLCs und ähnliches, und damit lässt sich natürlich hier von der Umsatzmenge natürlich weniger verdienen, aber wir sehen schon, dass die Marge auf jeden Fall nicht schlecht ist. Also dieses Quartal konnte auf jeden Fall wieder gut überzeugen, definitiv, und bringt vielleicht Paradox wieder auf Erfolgsspur. Wenn man sich den fairen Wert mal anschaut, dann sieht man nämlich auch diese Delle, die quasi im Jahr 2021 reingeschlagen hat und dementsprechend auch der Kurs gleich mit runtergedrückt wurde. Also hier wurde gar nicht viel eingepreist, der Kurs, der Drawdown, der stattgefunden hat, hat sich quasi hier nach den Quartalszahlen gerichtet, und nun sollen diese natürlich wieder besser aussehen. Also wenn die Prognosen, die hier von Aktienfinder getroffen wurden, beziehungsweise von ihren Datenquellen, dann muss ich sagen, gibt es hier ein großes Potenzial für die Firma. Also wir sehen ja hier, dass der Kurs aktuell auf den ungefähren Gap vom fairen Wert ist, aber wenn natürlich sich das Ganze jetzt steigern sollte, sollte wohl auch der Kurs mitziehen. Bei den Multiples ist es auf jeden Fall auch ziemlich interessant, vor allen Dingen, weil eben der KGV so verzerrt war im Jahr 2021. Aber das liegt eben auch an der ganzen Verfahrensweise, die jetzt stattgefunden hat. Beispielsweise 2020 wurden die Spiele Crusader Kings 3 und Empire of Sin, also die zwei großen Titel, jetzt degressiv abgeschrieben, also erstmalig. Dabei verschiebt sich quasi die Menge an Abschreibungskosten mehr zum Anfang hin, kann man sagen. Also ein Drittel der gesamten Abschreibungen von der Spieleentwicklung werden schon im ersten Monat nach Veröffentlichung getroffen und ein weiteres Drittel bis zu 6 Monaten danach. Also wir sehen schon, ein großer Teil wird gleich am Anfang
ja, sag ich mal, abgeschrieben. Und das ist natürlich jetzt hier eine Riesenänderung, die hat hier auch reingehauen, definitiv. Also es war eines der Gründe, warum die Zahlen so enorm schlecht waren jetzt. Aber ich denke, das sollte sich auch im Laufe der Zeit dann wieder stabilisieren. Vor allen Dingen auch jetzt wird es ja dann quasi auch weniger Abschreibungskosten geben, zumindest was jetzt diese großen Titel betrifft. Und das wird sich dann auch wieder einspielen, da natürlich alle anderen Spiele nach wie vor linear abgeschrieben werden in einem Zeitraum von 18 Monaten. Und das ist auf jeden Fall auch ein Grund. Das KGV aktuell beträgt 31 und liegt weit unterhalb des Durchschnitts, also von 48 jetzt, aber ist natürlich immer noch kein Schnäppchen in dem Sinn, aber wenn man natürlich auf die Wachstumszahlen schaut, beziehungsweise daran glaubt, ist der Wert auf jeden Fall in Ordnung und KCV von 15 ist auf jeden Fall jetzt auch nicht gerade extrem teuer, liegt auch aktuell unterhalb des Durchschnitts von 21. Und auch beim KUV, also das Kursumsatzverhältnis, liegen wir jetzt wieder unterhalb des Durchschnitts. Das sieht schon interessant aus, definitiv. Und wie wir hier auch schön sehen, war nur zum Corona-Crash hier wirklich mal beim Gap ein KUV von knapp 7 erhältlich. Jetzt liegen wir wieder bei ungefähr 9, was natürlich auch kein extrem billiger Wert ist. Aber man muss natürlich auch mal die Gesamtsituation sehen. Von daher aktuell auf jeden Fall interessant. Und dann kommen wir jetzt noch zu Fresenius, ein ziemlich interessanter deutscher Dividendenwert, den ihr sicherlich alle kennen werdet. Also Fresenius hat ja hier vier große Abteilungen, kann man sagen, also Fresenius Medical Care, kann man so grob sagen, das ist die Dialyse. Also hier ist ja ausgegliedert die Tochter, deswegen die Quartalszahlen von denen werde ich nochmal extra dann zum Schluss nochmal auflisten. Aber hier, wie ihr seht, erwarten diese auf jeden Fall von Medical Care, dass hier auch Wachstum noch möglich ist, vor allen Dingen was jetzt die Heimdialyse betrifft oder auch regenerative Medizin, eventuell dann eben auch die Nierentransplantation, dass man hier einsteigt. Also aktuell ist man angeblich Marktführer mit dieser Dialyse. Dann auch Fresenius Kabi, also quasi der Krankenhausausrüster, kann man sagen. Beziehungsweise haben sie ja hier auch einiges im Portfolio, was natürlich auch Ernährung betrifft und ähnliches. Sie wollen auf jeden Fall bis 2026 hier in die Bereiche Biopharmazeutikas oder auch Medizintechnik einsteigen. Beziehungsweise was die Ernährung eben angeht, das Ganze noch erweitern. Also wir sehen schon, hier möchte Fresenius auf jeden Fall weiter wachsen. Auch Fresenius Helios ist ja heutzutage schon der größte Krankenhausversorger Europas. Also sie betreiben auf jeden Fall eine ganze Vielzahl davon und auch hier möchten sie definitiv auch in den internationalen Markt hereinwachsen. Und Pharmed ist ja quasi eine Art Servicegesellschaft, die bei Krankenhäusern eben hilft, das Ganze zu erstellen, also das Projekt zu erstellen und dann auch zu leiten. Dementsprechend hier auch aktuell ziemlich interessant, kommen hier ursprünglich aus Österreich. Auch interessant sind die Wachstumszahlen, die vermeldet wurden, gerade hier im Q4. Also wir sehen, dass gerade Pharmed eben mit 29% Wachstum hier aktuell für Fresenius eines der wichtigsten Segmente ist. Auch was das EBIT hier betrifft, also mit 69%, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Und gerade die Medical Care, die ausgegliederte, hat hier minus 28% beim EBIT zu verbuchen und auch kaum organisches Wachstum hier von plus 2% nur. Schauen wir uns doch mal die veröffentlichten Daten an und hier sehen wir schon, die Analysten haben hier gar nicht mal schlecht geschätzt, also 37,52 Milliarden wurden erwirtschaftet und das liegt 3,4% überhalb des Vorjahresniveaus. Auch der Gewinn mit 1,8 Milliarden mit einer 5% Marge quasi liegt mal etwas über der Prognose, auch 9,3% überhalb des Vorjahresniveaus. Einzig und allein der EBIT ist hier etwas enttäuschend. Nicht nur, dass die Marge weiter reduziert wurde, sondern eben mit 9,8% auch weniger EBIT wie beim Vorjahr erwirtschaftet wurde. Bei den Multiples sieht es auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Also schon seit 2017 befindet sich dieser Wert quasi im Abwärtstrend und wir liegen jetzt deutlich unterhalb des Durchschnitts. Liegt natürlich immer dran, wie man die Firma natürlich bewertet. Aktuell auf jeden Fall ein ziemlich interessanter KGV, also jetzt von 9,5. Also Fresenius unter 10 ist schon recht spannend, muss ich sagen. Auch der KCV bei 4 und auch der KUV ziemlich interessant, muss ich sagen. Und befindet sich hier eigentlich schon fast auf All-Time-Low. Also bei knapp 0,5, also hier auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Wert. Und wenn man sich hier beim Aktienfinder mal den fairen Wert anschaut, dann sieht das auf jeden Fall auch recht spannend aus. Also schon seit 2019 kann man sagen, ist Fresenius hier unterhalb des fairen Werts gehandelt. Und wenn jetzt die Prognosen wie hier beim Aktienfinder so in dieser Form ansteigen sollten, haben wir hier ordentlich Renditepotenzial.
Also wenn ich jetzt mal die Punkte verbinde, und zwar bis 2024, ergibt sich daraus eine Rendite von 33,4% zum heutigen Kurs, also pro Jahr, und 3,1% persönliche Dividendenrendite. Also das klingt schon mal sehr vernünftig. Ja, und bei Fresenius Medical Care gab es leider die Prognosen nur in US-Dollar, daher verzerrt das das Bild. Ich habe jetzt hier mal die Grafik von der Präsentation eingeblendet. Das ist jetzt leider keine richtige Gewinn- und Verlustrechnung. Ich schätze mal, die folgt heute Abend noch, aber wir sehen hier schon recht gut, die Umsatzerlöse sind reduziert worden auf 17,62 Milliarden, also gut 250 Millionen weniger wie im Vorjahr verdient. Also währungsbereinigt wäre das trotzdessen noch 2% mehr. Also ihr seht hier schon, der Konzern versucht hier schon mit Währungsbereinigungen quasi das Ganze etwas zu glätten. Das Konzernergebnis ist hier ebenfalls reduziert worden auf 970 Millionen jetzt in diesem Geschäftsjahr. Vorher waren es eben 1,16 Milliarden. Und auch das operative Ergebnis, also was natürlich den EBIT darstellte, wurde eben hier stark reduziert von 2,3 Milliarden auf 1,85 Milliarden. Free Cashflow ebenfalls um fast 50% runtergegangen. Also hier sieht es auf jeden Fall nicht sonderlich gut aus, muss ich sagen. Bei dem fairen Wert hier von Aktienfinder sehen wir allerdings auch hier eine tendenzielle Unterbewertung. Also sollten die Prognosen jetzt zutreffen, dass sich das ganze Modell wieder schön steigert, dass natürlich die Wachstumsstrategie, die sie gesetzt haben, hier auch funktioniert, dann sollte das auch ein günstiger Kurs sein, möchte ich behaupten. Also auch hier entsteht eben eine gewisse Rendite, wenn man das Ganze mal einträgt, bei 19,4% pro Jahr bis 2024 und 2,4% persönliche Dividende. Also das ist auf jeden Fall auch schon mal recht ordentlich. Und bei den Multiples sieht das auf jeden Fall auch recht interessant aus. Diese sind ja auch wieder zurückgekommen, jetzt aktuell wieder unter dem Durchschnitt. Also wir liegen jetzt hier ungefähr bei 16 beim KGV und ungefähr bei 6 bis 7 beim KCV. Das ist auf jeden Fall ein Blick wert. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie man die Zukunft hier denn einschätzt für die Firma. Schaffen sie es denn wirklich mit ihrer Dialysetechnik dann noch weiter zu wachsen beziehungsweise ihre Marktstellung weiter auszubauen? Und das ist natürlich der Schlüssel hier, weil wenn man natürlich die fairen Wert mit bedenkt, könnte man auch hier gute Rendite machen. Das Ganze ist aber wie immer keine Anlageberatung oder ähnliches. Bitte macht euch selbst ein Bild und vor allen Dingen hoffe ich mal, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns spätestens am Samstag wieder, wenn es wieder heißt News der Woche. Also, schönen Tag noch und tschüss.